Muss ich unbedingt Schulunterricht so machen, dass es sozusagen eine Vorbereitung aufs Studium ist, dass man sozusagen die wissenschaftliche Erziehung vorbereitet? Muss das so sein? Muss ich das so dröge machen, schon vorweg, wie Wissenschaft ist? Mein Plädoyer wäre, nach Interessenresonanzpunkten zu gucken, wo so ein Schüler leicht einsteigt. Wenn man jetzt Schülern erzählt, was eine Amöbe ist, sind sie wahrscheinlich gelangweilt und Eiszeiten ist vielleicht auch nicht so spannend. Man würde dann irgendwie an Punkten einsteigen, wo jeder mitmachen kann. Also sagen wir Dinosaurier, das kann jeder. Dann lernt er noch ein bisschen Lateinisch. Tyrannosaurus Rex, lernt alle diese Bezeichnung auswendig. Und dann sind sie Feuer und Flamme und dann kann man natürlich viel einfacher fragen, wo kommen die Dinosaurier her? Aus dem Meer, es waren Fische und wo kommen die Fische her? Und dann kommt man so bis an den Urknall, also bis runter und dann sagt man, was ist aus den Dinosauriern geworden? Wie sind sie wahrscheinlich ausgestorben? Was ist da passiert auf der Erde? Und dann kann ich sozusagen von einem Resonanzpunkt, wo alle hoch interessiert sind, nach vorwärts und rückwärts irgendwie besser ausstrahlen. Das hat dann nicht in Form einer Liste, was heute sozusagen mental immer bei den Lehrern so, glaube ich, befohlen wird, das ist nicht bei jedem Lehrer so, aber es wird irgendwie so angeordnet, sondern dass man so eine Art Mindmap macht, dass man so unter Umständen Dinosaurier in die Mitte macht und fächert dann aus und hat dann natürlich im heutigen Sinne eine unsystematische Darstellung, aber die Leute sind Feuer und Flamme. Oder ich kann Erdkunde zentriert darauf machen, wo die meisten Kinder gerade im Urlaub waren. Dann sagen, wo wart ihr gerade im Urlaub? Oder wer war schon in Ägypten? Wer war in der Türkei oder in Spanien? Und dann fängt man doch Erdkunde dann am besten mit Spanien oder USA an, wo die Leute normalerweise im Urlaub waren. Und ich fange es nicht an so zentrisch heute, so erst Heimatkunde, mein Dorf, dann meine Stadt, mein Kreis, Deutschland, Europa, dann Asien dazu. Das ist alles sehr, sehr trocken und nüchtern aufgebaut und kommt gar nicht so den Kindern entgegen. Also neben der Digitalisierung müsste man jetzt gleichzeitig irgendwie gucken, wo ich sowas wie resonierende Bildung schaffe, wo Kinder einfach aus Lust, aus intrinsischer Motivation vielleicht dreimal so schnell lernen. Das wäre ja der Vorteil.